Mein Name ist Christian Heinrizi, ich mache das vielfach hier, schon seit 2008 und ist ein sehr schöner, netter, kleiner Laden, der Fächervermietung macht. Deswegen heißt er natürlich auch vielfach. Wenn man sich hier umguckt, sieht man eine ganze Menge verschiedenster Fächer von lokalen Designern, die selbstgemachte Sachen machen, von Schmuck über T-Shirts, selbstgedruckte, über Bilder, Fotografien, alles Mögliche und die Sachen bei mir ausstellen. Es gibt schon ziemlich spezielle Sachen hier und also wenn ich zum Beispiel auf einen Geburtstag gehen würde zu einem guten Freund, würde mir überlegen, was kannst du dem jetzt mitbringen? Du kannst das nicht selber machen, weil die Zeit vielleicht auch ein bisschen zu knapp ist. Man kann ja auch nicht immer alles selber machen. Dann würde ich tatsächlich hier hinkommen, weil es einfach so super spezielle Dinge gibt, die dann auch manchmal so individuell zugeschnitten sind, dass sie einfach genial sind. Ich bin seit einiger Zeit Nippeser, also seit 27 Jahren ungefähr und ich liebe dieses Stadtteil. Es ist das erste Viertel, in das ich gezogen bin, als ich nach Köln gekommen bin mit 19 Jahren und bin nie wieder weggezogen, weil Nippes einfach geil ist. Naja gut, also es gibt schon diese ganzen Autos, die dann von UPS oder von Hermes oder die Straßen verstopfen, ne, und Sachen von hin und her schicken, ne? Ach nee, das kann ich jetzt noch nicht tragen, das schicke ich wieder zurück mit Zalando und so weiter. Und es ist natürlich viel netter, hier vorbeizukommen, sich die Sachen persönlich anzugucken, anzufühlen, sich eventuell ein bisschen beraten zu lassen und auch Dinge zu finden, die man vielleicht gar nicht gesucht hat vorher. Hallo, Tag zusammen. Ich spreche eigentlich die ganze Zeit und das macht mir natürlich auch Spaß. Es gibt viele Kunden, die einfach auch Freunde geworden sind über die Jahre. Und das ist ein schöner Kontakt und man erfährt interessante Sachen dadurch. Jetzt meine ich nicht irgendwie die unbedingt aus dem Stadtviertel, sondern man kriegt auch nochmal Inspiration und die Leute haben Ideen und ich gebe auch nochmal gerne Ideen. Also macht einfach Spaß. Ein dezidierter Lieblingsort ist mein Nachbar, nämlich der Schneider Erdogan, der seit langer Zeit hier schon auf der Straße ist, der einen Hund hat, der immer wieder von allen möglichen Kindern und Erwachsenen auch ausgeliehen wird. Und der einfach ein super Nachbar ist. Wen ich gut finde, ist Niki auf der Neusser Straße und ist auch eine der ersten, die fair gehandelte Mode mit eigenen Connections in Nepal gemacht hat. Und finde ich eigentlich ein genialer Laden, wo man immer als Frau auch was findet.